In diesem kleinen Tutorial schauen wir uns die Funktionalität oder das Verwenden von Zebra-Etikettendruckern an. Ein Zebra-Etikettendrucker ist ein spezieller Drucker, der es Ihnen einfach ermöglicht, im Thermodruckverfahren oder im Thermodirektdruckverfahren Etiketten zum Ausdruck zu bringen. Und zwar sehr schnell. Es hat ein spezieller Etikettendrucker. Rentiert sich oder ist dann interessant für diejenigen unter Ihnen, die viele Etiketten schnell brauchen und sehr, also und halt wirklich viele. Also mit 5 oder 10 Etiketten am Tag oder mal 50 Etiketten am Tag brauchen Sie nicht anfangen. Aber wenn Sie sagen, ja, ich will keine DIN A4 Etiketten, damit meine Trommeleinheit vom Laserdrucker oder vom Tintenstrahldrucker nicht verklebt, also oder die Transportrollen, dann ist es durchaus zum Überlegen, ob man sich einen Etikettendrucker anschafft. An dieser Stelle kaufen Sie sich einen vernünftigen Etikettendrucker, weil mit billigen Etikettendrucker werden Sie langfristig nicht glücklich. Okay, wir sind jetzt bei Zebra und das machen wir jetzt. Nachdem Sie Ihren Zebra-Drucker installiert haben, sollten Sie in den Systemeinstellungen unter Windows, unter Geräte und Drucker gehen und nun sehen Sie Ihren Z-Designer. Z-Designer und dann wahrscheinlich mit dem Namen Ihres Druckers, was weiß ich, 28, 44, 28, 88 und hast nicht gesehen. Ich persönlich verwende gern die Namenskonvention, die Microsoft empfiehlt, das heißt nicht länger als 12 Zeichen und keine Sonder- und Leerzeichen im Namen. Das empfehle ich Ihnen auch, beugt halt vielen, vielen Problemen manchmal vor. Rechtsklick Druckereigenschaften. Sehen wir nun die Eigenschaften des Druckers, wo wir, wie vorhin oder wie gerade erwähnt, überflüssige Zeichen einfach entfernen können. Was wichtig ist, es muss letztendlich, wenn Sie so minimalistisch machen, wie es jetzt ich gemacht habe, es muss Z-Designer in der Namensbezeichnung drin stehen, damit Wabi weiß, aha, das ist der Etikettendrucker. Das ist ganz wichtig. Okay, nun sollten wir zu den Einstellungen des Druckers gehen. Unter den Einstellungen finden wir wieder viele, viele Karteikarten, ganz toll. Und hier finden wir Vorlagen. Unter Vorlagen empfehle ich Ihnen, warum, werden Sie gleich sehen, Ihre verfügbaren Etikettenformate einzutragen, indem Sie hier auf Neu klicken. Meine Konvention, also das heißt, ich verwende gern einfach die Größenangaben des Etiketts, 76 mal 51 mm habe ich hier einmal. Das ist tatsächlich in der Breite 76 oder 7,6 und in der Höhe 5,1. Okay. Des Weiteren habe ich ein anderes Etikett. Und zwar, da muss ich jetzt selber schauen. Ich habe das Etikett hier vor mir liegen. Genau, das ist 51 mal 25 mm. Dann sage ich hier natürlich, das ist breit 5,1 und es ist hoch 2,5. Also bitte genauso eintragen, wie es auf dem, also die Breite erst eingeben und dann die Höhe. Okay. Jetzt haben wir diese zwei Informationen eingetragen, das ist schon mal ganz cool. Wir sagen hier übernehmen, sagen okay und sagen okay. Damit haben wir die Grundvoraussetzung beim Drucker schon eingetragen. Nun können Sie natürlich aus dem Kundenstamm, aus dem Personallieferantenstamm oder wenn Sie eine Rechnung erstellt haben oder nach dem Erstellungsprozess sich ein Etikett, also bei Rechnungserstellung ein Etikett ausdrucken lassen wollen, können Sie nun auf dem Zebra-Etikettendrucker Ihre Auswahl ausdrucken. Damit Sie nicht jedes Mal den Drucker auswählen müssen, haben Sie die Möglichkeit, eine Grundeinstellung in Wabi Profi 3 zu hinterlegen, indem Sie auf Administration Systemeinstellungen klicken und dort auf Hardware Drucker gehen. Bei den Etiketten Adressetiketten tragen Sie nun Ihren Zebra-Drucker oder wählen Sie nun Ihren Zebra-Drucker aus. Das gleiche gilt natürlich für Artikeletiketten. Warum ist es von Vorteil? Wenn Sie jedes Mal gefragt werden, auf welchen Drucker das irgendwas gedruckt wird, das nervt. Deswegen bietet Ihnen Wabi Profi 3 diese Voreinstellungen. Okay, ich will jetzt ganz einfach meine eigene Adresse drucken und wenn Sie einen Zebra-Drucker oder einen Z-Designer in den System, also unter Hardware Etiketten ausgewählt haben, dann steht Ihnen nun auch hier Zebra zur Verfügung.
Ich sage eigene Adressaufkleber. Und jetzt wird es interessant. Jetzt könnten Sie sagen, aha, was ist das alles? Wir haben hier einmal eine Combo-Box, wo die verschiedenen Etiketten, die vorhanden sind, zur Auswahl stehen. So, der sagt ja, ich habe nur einen Eintrag, also dann hat er halt nur eins. Unter Konfiguration können Sie hier Etiketteneinstellungen, Ihr Etikett anpassen. Sie können sich eine Kopie des vorhandenen Etiketts anlegen und dieses dann bearbeiten. Sie können hier zum Etikettenverzeichnis springen und Sie können hier Ihre Druckereinstellungen nochmals aufrufen. Wir wollen Etiketteneinstellungen. So, und jetzt haben wir hier unser Etikett, cool, im Designer. Ja, sieht ziemlich schlicht aus. Was ist es? Wie funktioniert es? Um das Ganze jetzt natürlich etwas besser nochmal zu verstehen, klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste ins Leere und sagen nun Properties, also sprich Eigenschaften. In den Eigenschaften, und jetzt wird es richtig cool, können Sie sagen, pass mal auf, ich habe hier ein Page, also ein Seiten-Setup, ein Seiten-Layout. Hier können Sie nochmal sagen, hier auf dem Drucker will ich es haben, auf dem Z-Designer, aber das steht ja schon voreingestellt drin. Und im Page-Setup können Sie sich jetzt tatsächlich die hinterlegten Informationen des Druckers abrufen. So hinterlegen Sie auf dem Drucker selber die Informationen des Etiketts, die Sie nun in Wabi Profi 3 übernehmen können. Dann wählen Sie Ihr Etikett aus, sagen, ja, wie kommt es denn standardmäßig raus, also im Hoch- oder Querformat, und dann sagen Sie okay. Und nun werden automatisch hier die Breitenangaben durch das Anklicken von OK ins Etikett übernommen. Und wir haben unser Etikett jetzt 5,1 mm breit. Und wenn wir einen Doppelklick auf den Detail, also auf den Detailbereich machen und auf General klicken, haben wir eine Etikettenhöhe von 2,49 mit einer konstanten Höhe. Also das ist ganz cool. Und wenn Sie jetzt hier als Beispiel Properties, Page Setup und dann sagen Sie, ja, ich will jetzt das 76 mal 51, dann wäre Ihr Etikett 7,6 cm breit und 5,1 cm hoch. Alles klar, ne? Okay. Aber wir wollen jetzt mal das Kleine haben. So, das ist schon mal ganz cool. Jetzt haben wir so viereckige Kästchen hier, wo wir sagen, ja, toll, was ist das und was machen wir damit? Ganz einfach, hier können Sie Informationen hinterlegen, das sind einfach Platzhalter. Platzhalter für ausdruckbare Informationen, die einen Absender oder einen Empfänger kennzeichnen. Wir machen einfach mal einen Doppelklick auf die Platzhalter. Wir haben hier bei Expression in der Karteikarte General, also Expression ist der Ausdruck, General ja hauptsächlich halt, haben wir hier CRS-Dymo-Adressen.dr-Firma. Was ist es? Wollen wir erstmal diesen Namen hier auflösen. Den kopiere ich mir und jetzt habe ich ein Word-Dokument vorbereitet. Dieses Word-Dokument ziehe ich mir rüber und füge jetzt das einfach mal ein. So, das ist gleich die Datei. So, das heißt, wir haben hier eine Datenbank, eine temporäre Datenbank, die sich einfach so heißt, ne? CRS-Dymo-Adressen und in dieser Datei gibt es verschiedene Spalten. Diese Spalten werden automatisch vom System, also von Wabi Profi 3, gefüllt und dann steht hier eine Spalte Druckfirma, na, da steht eventuell die Firmierung des Kunden drin oder des Empfängers oder des Absenders, je nachdem, die Anrede, Herr, Frau, Mann, Doktor, wie auch immer, der Nachname, der Vorname, die Straße, Straße 2, das ist sehr interessant, das ist der Ort. Diese Spalte Ort setzt sich aus der hinterlegten Postleitzahl plus dem Ort des Empfängers oder des Absenders zusammen. Also 92431 Nürnberg, also Postleitzahl 92431, Ort Nürnberg wäre dann zusammengesetzt 92431 Leerzeichen Nürnberg. Okay? Druckland ist nichts anderes als wie der Landesname. Wenn nämlich in dieser Spalte, da steht nämlich das Kürzel drin, DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, was weiß ich was. Und bei Druckname steht der vollständige Name drin. Okay? Das sind die Spalten, die Sie zum Ausdruck bringen können.
Mit dieser Information sind wir schon ein kleines bisschen weiter. Und wir sagen jetzt, oder wir müssen jetzt lediglich nur noch diese Funktion AllTrim erklären. AllTrim ist eine Funktion, die sagt, von der Datei, na, hier, CRS-Dymo-Adressen, Punkt, Spalte, schneidest du bitte alle führenden und alle endenden Leerzeichen ab. Wenn sie aus Versehen, Beispiel, wenn sie aus Versehen in der Ortsspalte, sprich Nürnberg, und dann haben sie 30 Leerzeichen dahinter gemacht, aus Versehen, weil sie halt auf der Leertaste geblieben sind, dann schneidet ihnen diese Funktion AllTrim diese zum Schluss kommenden Leerzeichen alle ab. Und es wird tatsächlich nur noch Nürnberg gedrückt und nicht Nürnberg plus 30 Leerzeichen. Also das empfiehlt sich auf jeden Fall. Und eine Funktion, AllTrim, Klammer auf, muss auch wieder mit Klammer zugeschlossen werden. Soweit zu den Funktionen. Ist nicht so schwer, aber das ist einfach was Generelles. Also, wir sagen, druck hier die Firma. Wunderbar. Dann können wir das natürlich ein bisschen größer ziehen. Dann mache ich hier einen Doppelklick und sage, druck den Nachnamen, wenn der Nachname denn da ist. Okay. Da würde dann bloß Meier, Müller, wie auch immer drin stehen. Wenn Sie sagen, okay, ich will aber auch den Vornamen, das ist ganz einfach, nee, wir schreiben es, dann sage ich hier AllTrim, Klammer auf, Klammer zu, das mache ich sofort. Und dann den Namen des, wie heißt, den Namen der Datei, die kopiere ich mir schnell. Ah, das geht nicht. Na, will er mir ärgern. Machen wir es nochmal. Na, wir lassen jetzt nicht ärgern, okay? Wir sagen hier AllTrim, machen wir so, Klammer auf, Klammer zu. Und richtig schreiben ist immer ganz wichtig. So, also AllTrim, CRS, Dymo, Adressen, Punkt. Und jetzt schauen wir, wie die Spalte des Vornamen heißt. Hier, Vorname ist hier, steht hier, Druck Vorname, dann schreiben wir den auch ein. Punkt Vorname plus, dann mache ich hier Leerzeichen plus. Okay, wie sieht es jetzt ganz aus? Er sagt hier, er druckt mir den Vornamen, macht ein Leerzeichen dahinter und macht dann den Nachnamen. Das ist ganz cool, lass mal so sagen. Okay, dann machen wir die Spalte hier ein bisschen größer. Was haben wir hier stehen? Die Straße ist auch klar. Die können wir auch drin stehen lassen. Was haben wir hier? Den Ort. Also, wie da steht dann, 92431 Nürnberg und so weiter drin. Das reicht mir einzeilig. Mache ich ein bisschen breiter. Klicke hier auf das X und sage Speichern, ja. So, in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert, ich klicke auf Vorschau und sage Etikett drucken. Ja, er sagt hier, Variable V-Name nicht gefunden. Warum? Ja klar, weil wir hier einen Fehler gemacht haben. Das heißt der DRV-Name. Okay, wir sagen hier einfach OK und gehen wieder auf Konfiguration, Etikett. Und er sagt hier, er will DRV-Name haben, was er natürlich auch bekommt. So. Sag hier OK, speichere das Ganze wieder, ja, und sag Etikett drucken, Vorschau. Und wir haben jetzt ein Etikett, so wie wir es jetzt gemacht haben. Allerdings haben wir hier vorne jetzt bei Schwarz ein Leerzeichen. Hier können wir jetzt wieder tricksen, denn es kann ja sein, dass Sie bei einem Kunden einen Vornamen eingetragen haben und bei einem anderen nicht. Jetzt wäre es natürlich einfach, indem wir sagen, wir gehen auf Konfiguration und Einstellungen und drehen das Ganze um. Ich sage, da mache ich halt erst den Nachnamen. Dass ich hier sage, druck den Nachnamen und hier unten dann den Vornamen. So. Dann bin ich immer auf der sicheren Seite, weil der Vorname wird, also der Familienname wird wahrscheinlich immer eingetragen werden. Schauen wir uns an. Und jetzt steht Schwarz am Anfang. Und dann kommt der Nachname, also Schwarz Erich, Schwarz Huber, Schwarz Franz, was weiß ich. Und wenn Sie wirklich wollen, dass es umgekehrt ist, dass Sie sagen, nee, erst der Vorname und dann der Nachname, wenn Sie wirklich darauf bestehen, das können Sie natürlich machen, aber dann müssen Sie eine kleine Bedingung einfügen. Das heißt, Sie müssen erst prüfen, ist denn in den Vornamen überhaupt was drin? Denn wenn Sie eine Liste von 1000, also 1000 Empfängern drucken, können Sie nicht jedes einzelne Objekt abfangen. Das
Das heißt, Sie müssen sich darum kümmern, ob überall, Sie müssen sich darum kümmern, ob im Vornamen was drinsteht. Und dementsprechend müssten Sie dann sagen, okay, dann druck den Vornamen plus ein Leerzeichen. Und wenn kein Vorname da ist, ja, dann druckst du das Ganze, dann druckst du den Vornamen nicht, sondern machst nur den Nachnamen und dann ist gut. Das kann man machen, dazu bitte uns kontaktieren. Weil es führt jetzt fast ein kleines bisschen zu weit. Ja. Und wenn wir das Ganze jetzt hier abgespeichert haben, können wir es uns natürlich nochmal anschauen und sagen, okay, wir haben das jetzt schon drin, ganz cool. Und jetzt gibt es aber diejenigen unter Ihnen, die sagen, hey, ich verschicke aber ins Ausland. Also Sie merken, es gibt extrem viel Variationsmöglichkeiten. Und diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten und diese ganzen Varianten, einen Video darzulegen, wird schon etwas schwierig. Aber machen wir einfach mal schnell. So, ich sag, ich mache einfach mal, ich kopiere mal die Zeile, sage Steuerung C, Steuerung V. Geht nicht. Also mache ich es Rechtsklick drauf, Copy und Paste. So, jetzt muss ich mir das Ganze natürlich positionieren. Und hier bitte aufpassen, dass das zu druckende Objekt, das ziehe ich mal ein bisschen höher, dieses Objekt nicht hier in diesen Balken reinrutscht. Denn dann kommt diese Höhenangabe, also diese 2,49 cm durcheinander und es kann sein, dass die unterste Zeile nur noch so gedruckt wird. Okay, was wollen wir hier drucken? Wir wollen den Landesnamen drucken. Und zwar hier Druck Landnamen. Das brauchen wir. Diese Spalte. Also sagen wir Druck Landnamen. Und jetzt wird es nämlich interessant. Wir sagen, du, das ganze Ding brauchst aber nur dann drucken, wenn der Empfänger, also das Empfängerland vom Absenderland abweicht. Das heißt, dann sage ich ihm, also falls, und da wende ich wieder eine Funktion, all trim, Klammer auf, mein Cursor, also meine Datei, Punkt, und zwar mein Druckland, genau, falls also diese Information, sprich der Empfänger oder der Absender, je nachdem, das können ja Sie sein oder es kann der Kunde sein oder der Lieferant als Empfänger sein, ne? Also das heißt, falls das Land ungleich, all trim, Klammer auf, Klammer zu, meine Adresse ist die Datenbank, wo Ihre Adresse gespeichert wird, also myadre.land. So, das soll es eigentlich gewesen sein. Das heißt, wenn das Land des Absenders oder des Empfängers unterschiedlich ihres eigenen Landes ist, sage ich jetzt mal, okay, jetzt haben wir das hier gespeichert. Schauen uns das Ganze an, in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Jetzt sollte hier nichts ankommen. Warum kommt hier nichts an? Weil Sie gesagt haben, nur wenn es unterschiedlich sind. Und da Sie sich ja jetzt gerade selber ausdrücken, also das heißt, Sie drucken ja Ihr eigenes Absenderetikett aus, ist natürlich das Land des Empfängers und Ihr eigenes Land das gleiche. Jetzt könnte man sagen, okay, dann machen wir jetzt einfach mal einen Test und sagen, wenn es gleich ist. Dann sage ich, falls beide gleich sind, dann druck's aus. Machen wir das zu. Ja, schauen es an. Und jetzt haben wir hier tatsächlich Deutschland hierin stehen, weil Sie gesagt haben, wenn das Land, das hier ausgedruckt werden soll auf dem Etikett, also gleich mit Ihrem eigenen Land ist, dann soll diese Information kommen. Ja, und schon haben Sie Ihr Etikett fertig, könnten es dann im Detail etwas noch designen, dass Sie sagen, ich will hier keine Ahnung, das machen wir mal schnell fett hier rechts, also draufklicken, Doppelklick. Dann sage ich eine andere Schriftart, ich will das fett und so speichern. Ja, Etikett drucken. So, und jetzt haben wir den Empfänger etwas fett. Sie können auch sagen, ich will Ausrichtungen haben, dass sie sagen, ich will es mittig ausgerichtet haben und. Das können Sie alles machen, aber das sind in anderen Videos sehr, sehr schön erklärt. Wo es um Etikettendesignen geht. Aber hier ist einfach mal die Grundzüge und die Informationen von dem Verwenden von Zebra-Etiketten. Wurde jetzt hier, denke ich mal, sehr, sehr schön erklärt.
Ja, und somit können Sie arbeiten. Zwei Funktionen möchte ich nur ganz kurz ansprechen. Es wird jetzt standardmäßig ein, und zwar ich gehe hier zu Etikettverzeichnis, mache jetzt mal auf. Es wird hier standardmäßig eine Etikett erzeugt, zebraadresse.lbx. Das ist wichtig. Okay? Die LBT-Datei gehört zwar dazu, aber diese, also diese zwei Dateien bilden das Etikett. Sagen wir so. Und Wabi Profi 3 kann sagen, wenn Sie sagen, ich brauche noch ein weiteres Etikett, dann sagen Sie hier Konfiguration, Etiketten, Standardkopie anlegen. So, jetzt haben Sie hier gleich den Designer offen und zwar mit einer Standardkopie, die Sie wiederum anpassen müssen. Jetzt sage ich einfach mal, mache ich das zu. Und wir haben jetzt in dieser Combo-Box nun beide Etiketten zur Auswahl. Wenn ich das im Verzeichnis jetzt ansehe, sehen wir, dass wir hier ein Etikett also dass er ein Etikett angelegt hat, hier mit einem Timestamp, das heißt einem Datum und einem Zeitstempel, wann Sie diese Kopie erstellt haben. Diese könnten Sie jetzt ändern und dann könnten Sie sagen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal hier Adresse 1, ja. Was wichtig ist, Sie müssen auch diese LBX und die LBT-Datei müssen beide dann gleich heißen. So. Sie müssten das dann so machen. Zebra-Adresse 1, Zebra-Adresse 1. Okay. Wenn Sie das dann haben, machen Sie es zu, gehen Sie wieder rein und nun liest er die Dateien neu ein und hat das von Ihnen geänderte Layout hier und Sie könnten nun sagen, ich will das Etikett jetzt konfigurieren, also das heißt einstellen, designen oder Sie können ganz einfach sagen, ich will jetzt, warum auch immer, jetzt auf diesen Etikett genau drucken. Der Vorteil ist halt einfach der, dass wenn Sie sagen, ich habe ein Hauptetikett und drei Nebenetiketten, die ich nicht ganz so häufig brauche, können Sie das Hauptetikett einfach sagen, das designe ich, die anderen natürlich auch, aber Sie können es auch einstellen, dass Sie sagen, ich will standardmäßig auf diesen Etikett drucken, denn Wabi Profi 3 merkt sich das und sagt, aha, das letzte Mal hat der Benutzer zum Beispiel dieses Etikett gehabt und wenn Sie jetzt auf Schließen gehen und gehen wieder hinein, dann hat er das jetzt gespeichert und sagt, okay, letztes Mal hat der Benutzer dieses 1er-Etikett gehabt. Und dann können Sie auf verschiedenen Etiketten gewünschte Informationen zum Ausdruck bringen. Natürlich müssen Sie es vorher etwas designen. Ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss.